Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Heute ein sehr spannender Gesprächspartner, live Erik Holm. Sie kennen ihn. Er ist einer der Sprecher der AfD, der Alternative für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern. Und uns geht es natürlich um spannende Themen rund um Ihre Partei, Herr Holm. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind hier ins Hotel Sonne nach Rostock. Erste Frage, wie wird man AfD? Wie wird man AfD? Ja. Wie kommt man zur AfD? Wie kommt man in die Partei? Das ja. ist die Frage. Also, naja, man kann ja AfD heute auch als Zustand bezeichnen, wenn man so will. Wenn man möchte, ja. Es ist tatsächlich ein Zustand der Unzufriedenheit, ganz klar. Daraus speist sich das Interesse. Ich komme ja eigentlich aus der Medienbranche, war hier lange beim Radio in Mecklenburg-Vorpommern und habe mich aber immer sehr für Politik interessiert, eigentlich nie für Parteien. Ja. Aber immer für Politik und habe dann auch nochmal Volkswirtschaftslehre studiert an der Humboldt-Uni in Berlin und bin dann im Zuge der Dauerrettungspolitik in Sachen Euro zum Vorläufer der AfD gekommen. Das war die Alternative, die Wahlalternative. Und daraus ist dann die Alternative für Deutschland hervorgegangen. Also das war eigentlich eine Bürgerinitiative am Anfang. Hier in Mecklenburg-Vorpommern? Oder bundesweit. Ah, bundesweit. Mhm. Bundesweit. Und daraus ist dann eben die AfD entstanden, weil wir gesagt haben, Bürgerinitiative funktioniert am Ende nicht. Die Parteien greifen die Themen, die wichtig sind, Stichwort Euro-Rettung, nicht auf. Also machen wir es halt selber. Also haben wir uns jetzt vor ziemlich genau 2 Jahren gegründet. Mecklenburg-Vorpommern war es im April 2013. Kommen wir gleich mal auf dieses Thema zu sprechen, der Euro. Das ist ja der Hauptfeind. Ne? Nein, das ist kein Feind, absolut nicht. Der Euro ist ja ist eine nette Sache für einige Länder, für andere eben nicht. Und in dem Zusammenspiel funktioniert das nicht. Also wir haben ja einen total rationalen Blick darauf. Sie meinen, Nord-Süd funktioniert nicht? Richtig, also die Länder sind einfach zu unterschiedlich. Dieses starre Korsett passt nicht. Das ist das Hauptproblem. Früher gab es diese Wechselkursanpassungen. Also der Süden hat dann, um die Wettbewerbsfähigkeit wieder fit zu kriegen, irgendwie die Währung nach unten geschraubt, die eigene, Stichwort die Lire in Italien oder auch die Drachme in Griechenland. Und dadurch ist man wieder wettbewerbsfähig geworden. Und das fiel nun plötzlich weg. Es ist ein starres Korsett. Die Wechselkurse wurden hier einmal festgelegt und dann sind die so geblieben. Und das ist jetzt das Problem für einige Länder. Und die Länder sind wirklich so unterschiedlich, dass es eben nicht funktioniert. Das ist ein völlig rationaler Blick auf diese Sache. Also nicht wie die Bild-Zeitung immer schreibt, Euro-Hasser. Das ist völlig falsch. Wir sehen es ganz rational. Wir müssen dieses Problem einfach lösen. Der Euro kam 2003. War das Ihrer Meinung nach zu früh oder überhaupt verfehlt, die Einführung des Euros? Überhaupt verfehlt, na klar. Aus dem Grund, den ich eben ja schon ansprach, weil die Länder viel zu unterschiedlich sind. Man hatte die Hoffnung, das entwickelt sich dann irgendwie, man wird sich dann durchmogeln. Wir sehen aber jetzt mit Griechenland, dass es einfach nicht funktioniert. Und es wäre wirklich jetzt geboten, also genau das, was wir von Anfang an gesagt haben, dass Griechenland austritt. Heute hat der bekannteste und, ja, wie ich auch finde, der beste Ökonom Deutschlands, Hans-Werner Sinn, dasselbe gesagt. Er sagt, für die Griechen ist es einfach besser, jetzt auszutreten, einen Schuldschnitt natürlich zu machen. Wir werden dabei Milliarden verlieren, das ist so oder so der Fall. Aber dann kommen sie, weil sie mit der neuen Drachme wieder abwerten könnten, wieder wirtschaftlich auf die Beine. Weil sie können dann endlich wieder auch ihre Produkte verkaufen, wie Schafskäse, Oliven. Die Urlauber würden wieder auf die griechischen Inseln fahren. Also dann würden sie wieder auf die Beine kommen. Genau, gehen wir mal weiter irgendwie. Also auch die Bundesregierung hat ja dieses Szenario durchaus schon im Blick, dass Griechenland aussteigen könnte, aber hat natürlich Angst natürlich auch vor den Folgewirkungen. Und die Folgewirkungen heißen ja, was machen dann die Spanier, was machen dann die Italiener? Auch alle raus aus dem Euro oder wie sehen Sie das? Naja, die entwickelt sich ein bisschen besser, muss man sagen. Die Spanier haben ihre Hausaufgaben gemacht, die haben Reformen gemacht. Das haben die Griechen ja auch gemacht, aber... Nein, die Griechen haben eben nicht so viel gemacht. Sie haben auf dem Papier ein bisschen... Bei den Spaniern steht ja aber auch eine populistische Partei bereit, ja, die genau diesen Schuldenschnitt ja auch will. Richtig. Und genau da auch natürlich radikal im Grunde den Euro vielleicht sogar auch abschaffen will. Das wollen sie natürlich nicht, solange die Hilfsgelder fließen. Aber wenn sie eines Tages versiegen sollten, dann werden sie es sofort machen, ganz klar, weil es für sie die bessere Lösung ist. Also... Man sollte einfach dem ins Auge sehen, was ist, und das ist eben, ja, dass die Währung nicht für alle passt. Wir könnten mit Österreich sicherlich gut eine Währungsunion machen, auch mit Holland oder Finnland, aber mit Griechenland und Portugal zum Beispiel ist es sehr, sehr schwierig, besonders mit Griechenland. Genau, bleiben wir nochmal bei dem Euro. Der Euro wurde nun in Griechenland eingeführt. Die Schuld an der Euro-Einführung in Griechenland hatten ja nicht nur die Griechen. Da haben wir die Europäer so ein bisschen weggeguckt, nach dem Motto,
die nehmen wir mit, irgendwie, das werden wir schon packen irgendwie. Ostdeutschland haben wir auch mit hochgezogen. Ne? So, und jetzt wird plötzlich wieder gesagt, ihr seid nicht fähig, ihr seid unfähig. Das ist doch auch unfair gegenüber den Griechen dann. Nach dem Motto, sie haben sich erst natürlich irgendwie reingemogelt, das wurde natürlich hingenommen. Heute macht man das ja genauso bei Bulgarien und Rumänien. Auch das sind ja im Grunde keine Demokratien in unserem Verständnis. Und man lässt sie trotzdem in den Euro rein. Ne, da müsste man noch ansetzen und müsste viel früher also korrigieren, als dass man jetzt kommt und sagt, wir möchten, dass Griechenland zum Beispiel wieder ausscheidet, was ja unabsehbare Folgen hätte. Nein, nein, das ist ja nicht mehr der Fall, denn die Banken sind mittlerweile einigermaßen gesichert in Europa. Das war von Anfang an ja eigentlich die Hauptsorge, dass es den Banken an den Kragen geht. Das ist nun nicht mehr der Fall. Die sind da nicht mehr so engagiert in Griechenland. Aber Sie haben das Stichwort eigentlich gebracht. Wir haben ja den Osten sozusagen auch aufgepäppelt, die DDR sozusagen eingegliedert in die Bundesrepublik. Das ist was ganz anderes. Denn das ist ein Land gewesen. Hier gibt es eine einheitliche Politik, die für das ganze Land gemacht wird. Wir können ja nicht in Griechenland reinregieren eigentlich. Die Troika macht's, die nicht mehr so heißen darf, die jetzt nur noch Institutionen heißen, die regiert rein. Und es ist völlig verständlich, dass die Griechen sagen, hey, was ist denn das? Wir sind doch eine eigene Demokratie, ein eigenes Land. Wir können uns doch nicht fremdbestimmen lassen. Aber das ist das Problem. Wir haben ja jetzt auch 20 Jahre lang den Soli bekommen. Müssen wir den jetzt nicht den Soli für die Griechen einführen? Den haben wir ja bezahlt mittlerweile. Wir haften ja schon mit 85 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Holz, um das vielleicht plastisch darzustellen. Das sind 2/3 unseres jährlichen Sozialbudgets für alles, was der Bundeshaushalt an Sozialen leistet. Und das ist eine Menge Geld. Und wenn wir so weitermachen, wird das ja natürlich noch viel mehr. Und es wird ja nie ein Ende nehmen. Verstehen Sie, das ist eigentlich das Hauptproblem dabei. Nehmen wir mal an, die AfD positioniert sich hier als Vordenker von Europolitik in Europa. Griechenland scheidet aus. Was haben Sie da noch für Themen? Es gibt genügend, was wir erledigen müssen. Direkte Demokratie ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich in die AfD gekommen bin, weil ich möchte, dass die Bürger sich aktiv an der Politik beteiligen. Wir haben ja mittlerweile so eine abgehobene Politikkaste, möchte ich sagen. Es ist schon so verfilzt, dass viele Leute sagen, hey, ich dringe mit meinen Anliegen gar nicht mehr durch. Selbst in der Politik ist es so, dass die Basis von der CDU beispielsweise, da kommen viele nach Veranstaltungen zu und sagen, Mensch, bei uns wird sowieso nur noch abgenickt, was von oben kommt, selber können wir uns gar nicht mehr so richtig einbringen. Aber Ihre Partei befindet sich doch auch auf dem Weg. Jetzt hat Herr Lucke ja sozusagen bei Ihnen den demokratischen Zentralismus eingeführt. Ach, das ist doch hanebüchener Unsinn. Also wie man es macht, ist es verkehrt letzten Endes. Natürlich brauchen wir auch eine vernünftige, klare Führung. Das ist doch keine Frage. Ich persönlich hätte mir eine Zweisprecherlösung auch ganz gut vorstellen können, weil wir doch eine breit aufgestellte Partei sind. Ich habe von Leuten jetzt schon gehört, die früher auch in der AfD sehr aktiv waren und die sich auch dafür engagiert haben, dass die AfD Ihnen heute auch schon wieder zu etabliert ist. Ne? Als Partei letztendlich, auch schon zu viel Partei. Da sitzt Herr Lucke in Europa, im Europaparlament oder wie auch immer und profitiert davon, andere auch. Und in der Partei ist es auch im Grunde schon so ein bisschen Close Shop geworden. Und jetzt wird es noch mehr Close Shop. Können Sie anders machen als andere Parteien? Close Shop ist es ist auf keinen Fall. Also bei uns ist die Basis wirklich allgegenwärtig, das ist keine Frage. Aber letzten Endes müssen wir Strukturen schaffen, in denen wir was bewegen können. Ja, aber die Strukturen laufen darauf hinaus, wie bei einem Blatt, was vom Baum fällt, nächstes Jahr neu wächst, sieht aus wie das alte Blatt letztendlich. Ihre Partei sieht aus wie andere Parteien. Da gibt es letztendlich demokratische Strukturen auch innerhalb der Partei, sodass die Basis natürlich auch mitbestimmen kann. Aber was ändert sich letztendlich? Erreichen Sie sowas wie die Pegida-Bewegung letztendlich, die ja auch ein Aufschrei vielleicht des Volkes ist nach mehr Demokratie oder wie auch immer, schlecht artikuliert, wie auch immer. Aber mit denen wollen Sie auch nichts zu tun haben. Nein, aber mit den Inhalten schon, die da aus Dresden gekommen sind, die waren ja teils sehr vernünftig. Aber es ist schon so, dass wir eine Parteistruktur eben brauchen, um wirklich was zu bewegen. Und wir bewegen ja schon was. Schauen Sie sich mal die Themen an. Zuwanderung ganz aktuell. Selbst die SPD sagt plötzlich, wir wollen das kanadische Einwanderungsmodell. Hoppla, das haben wir zur Bundestagswahl gefordert. Wir mussten uns dafür beschimpfen lassen als Rechtspopulisten und schlimmer. Also entweder ist die SPD jetzt auch rechtspopulistisch oder es ist ein doch ganz gutes Konzept, was wir da eingebracht haben. Das ist ein so ein Beispiel, dass wir auch sozusagen selbst dadurch, dass wir noch nicht im Bundestag sitzen, schon durchaus die Politik verändern können.
Ja, Sie nehmen Einfluss auf die Politik. Das ist auf alle Fälle so. Man merkt das ja auch an bestimmten Themen. Sie haben selber ein Thema genannt, das ist die Ausländerpolitik. Aber Sie sind auch der Meinung, dass Deutschland letztendlich gerade vor dem Hintergrund der globalen Krisen ja auch ein einwanderfreundliches Land bleiben sollte, auch für Flüchtlinge letztendlich offen, die zum Beispiel aus Syrien oder sonst woher kommen auf der Welt. Absolut. Das haben wir von Anfang an gesagt, auch schon im Bundestagswahlkampf. Natürlich wollen wir Flüchtlingen helfen, die verfolgt sind, die durch Kriege bedroht sind. Wenn sie zu uns kommen und sind herzlich willkommen, wir wollen sie gerne aufnehmen, solange sie nicht sicher zurückkehren können. Aber darüber hinaus müssen wir natürlich das Asylrecht vernünftig umsetzen. Auch da hat es ja schon wieder mit dem Rechtsstaat. Wir haben im Moment laut Angaben der Bundesregierung 600.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland, die nicht abgeschoben werden. Die müssten eigentlich von sich aus ausreisen, tun es nicht, weil sie ja wissen, es wird sowieso nichts passieren. Das geht natürlich nicht. Genauso das Kirchenasyl, auch das ist ein rechtsstaatliches Problem. Wenn das Recht durchgesetzt werden soll, dann muss das natürlich selbstverständlich auch für die Kirchen gelten. Das geht einfach nicht. Oder Asylbewerber, die mit ihren Unterstützern irgendwo Camps errichten, wie gerade jetzt in Dresden wieder, und damit das Bleiberecht erzwingen wollen. Das geht einfach nicht. Wir sagen herzlich willkommen allen Verfolgten, die zu uns kommen. Wir wollen sie gerne unterstützen. Aber darüber hinaus muss das Asylrecht erstens angewendet werden. Und zweitens wollen wir über die Zuwanderung, was ja ein anderer Baustein ist, wollen wir Leute zu uns holen, die wir gebrauchen können, die zu uns passen. Ja, und die sollen vorher Deutsch gelernt haben und sollen dann bitte schön den Asylantrag in ihrem Heimatland zum Beispiel stellen. Das wäre eine Möglichkeit, aber das wäre wieder Thema Asyl. Ja. Ich war jetzt bei der Zuwanderung. Achso, bei der Zuwanderung. Ne, das wäre ja ein anderes Thema sozusagen, also das kanadische Modell, Stichwort. Natürlich, da gibt es dann für die Sprache ein paar Punkte. Es ist ja so ein Punktemodell. Ja. Für den Beruf können wir den hier gebrauchen. Dann gibt es ein Punktesystem und dementsprechend kann man dann zu uns kommen. Es gibt hunderte, tausende Menschen, die im Mittelmeer ums Leben kommen auf ihrer Flucht nach Deutschland. Die lassen sich auch trotz schlechten Wetters, trotz katastrophaler Zustände auf dem Boden nicht davon abhalten. Was sagen Sie diesen Menschen, die da zu uns kommen, die ja nicht aufzuhalten sind? Das ist ja eine Bewegung, die von Süden in Richtung Norden einsetzt. Ja, die hat natürlich auch damit zu tun, dass wir diese Möglichkeit schaffen. Das spricht sich natürlich schnell rum. Deswegen ja zum Beispiel die Idee, die Asylbewerber sozusagen von ihrem Heimatland oder Heimatkontinent den Asylantrag stellen zu lassen, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass da jemand im Mittelmeer ertrinkt. Wir müssen das Problem natürlich beseitigen. Das ist, glaube ich, die Hauptsache dabei, dass wir eben von vornherein sagen, Leute, stellt dort den Asylantrag, wo es geht, entweder in eurem Heimatland, wenn das nicht möglich ist wegen Verfolgung, dann im nächsten Nachbarland, Stichwort Botschaftsasyl, eine Möglichkeit. Sie sehen sich da ein Stück weit als Vordenker. Ich merke das immer wieder der anderen Parteien. So eine Art Think Tank vielleicht, könnte man das sagen, konservativer Think Tank. Wäre das nicht eine Möglichkeit für die AfD? Dass wir anderen Parteien zuliefern? Natürlich. Ja, das machen wir ja schon. Ne? Wir haben es ja schon angesprochen mit dem Zuwanderungssystem, was die SPD jetzt aufgreift. Der Tauber, Generalsekretär von der CDU, ist ja jetzt nach Kanada direkt gefahren, um sich das mal anzuschauen. Also wir bewegen was als Think Tank sozusagen, aber wir wollen natürlich auch selber mitmachen, klar. Okay, dann kommen wir mal auf Mecklenburg-Vorpommern zu sprechen. Was sind hier die Themen, die sozusagen Ihnen unter dem Nagel brennen? Wo müssen wir ansetzen hier in Mecklenburg-Vorpommern, um Politik für die Menschen erlebbarer zu machen? Denn wir können ja sagen, dass die Politik sich hier im Lande eigentlich einer breiten Akzeptanz erfreut. Ja, bei uns natürlich weniger, das werden Sie verstehen. Aber es gibt tatsächlich wirklich Themen, die die Menschen bewegen und die dringend angepackt werden müssen. Ich sehe da zum Beispiel das Problem der inneren Sicherheit. Ich spreche öfter mit Freunden auf der Insel Usedom, die dadurch auch selber betroffen sind. Bei denen wurde schon mehrmals eingebrochen, gerade im östlichen Bereich der Insel. Ein großes Problem auch im Bereich Öckerando, die Grenzkriminalität. Wobei es nicht nur Grenzkriminalität ist, es nimmt ja auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sehr stark zu. Und sowas ist ja besonders schlimm, nicht mal von der materiellen Auswirkung, aber wenn man selber mal erlebt hat, dass bei einem Zuhause eingebrochen wurde, man hat ja seinen Rückzugsort gar nicht mehr als sicher. Ja, genau. Ich hatte heute gerade Cafier gehört im Radio, der da auch wieder einen Vorstoß gemacht hat, zusammen mit dem bayerischen Minister, und der gesagt hat, dass auch da die Gesetze ja verschärft werden müssen in diese Richtung. Ja. Habe ich gerade gehört, auf dem Weg hierher. Und da habe ich gedacht, ja, lieber Herr Innenminister, das ist ja toll, dass Sie schärfer bestrafen wollt. Aber wenn nur ein kleiner Teil dieser Einbrecher überhaupt geschnappt wird, was bringt das denn? Weil er vorher wieder nach Polen zurückgeht oder wie auch immer. Aber auch diesem Thema verschließt er sich nicht. Und die Sicherheitsbehörden sind an den Grenzen ja schon aktiver geworden in den letzten Jahren. Oder haben Sie nicht den Eindruck?
Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass nach unseren Mahnungen sozusagen jetzt so ein bisschen Aktionismus betrieben wird. Aber so richtig viel passiert da nicht. Sonst würde es ja keine Bürgerinitiative in Heringsdorf auf Usedom geben. Und wie gesagt, ich möchte das nochmal aufgreifen. Es ist ja schön, wenn Herr Cafier sagt, wir müssen das stärker bestrafen, solche Geschichten wie Wohnungseinbruch. Das ist wirklich gut. Aber zuvor müssen erstmal die Täter geschnappt werden. Und da hapert es dann wieder. Wir machen eine Polizeistrukturreform, bauen immer mehr Polizei ab und das sehen wir einfach als falsch an. Und zwar nicht deshalb, weil wir nicht wüssten, dass wir sparen müssen, sondern weil die Polizei, so muss man das glaube ich sehen, eine Investition in die Zukunft ist. Wenn nämlich in Zukunft durch starke Polizei weniger Einbrüche, weniger Kriminalität vorkommt im Land, dann hat uns das ja was gebracht. Ja, was gibt es für weitere Themen im Lande, die Sie sehen, die für Sie sehr wichtig sind? Thema Bildung beispielsweise, auch ein wichtiger Baustein. Hier sind wir dafür, dass wir nochmal über diese Inklusion nachdenken. Die Idee finde ich eigentlich ganz prima, aber das wieder so umzusetzen, dass es nicht funktioniert, das macht natürlich keinen Sinn. Wir müssten ja sehen, dass die... Aber da sagt die Politik ja auch, das sind sehr langfristige Konzepte letztendlich, die da gedacht werden müssen. Das hat ja auch was mit dem Umdenken der Menschen zu tun, die ja bei Inklusion auch neu denken müssen, weil sich in anderen Ländern stellt sich die Frage ja gar nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Südländer, da sind zum Beispiel Behinderte ja ganz anders integriert als bei uns. Ich hatte das Thema heute gerade beim Sport. Wir waren heute gerade mit dem Behindertensport unterwegs, dann haben wir an einem Tisch gesessen und da stellt sich das Thema natürlich auch noch ganz krass irgendwie. Ne? Also Inklusion ist Ihrer Meinung nach ein Thema, was überflüssig ist? Oder? Nein, habe ich ja gesagt. Es ist eine schöne Idee, aber man muss, wenn man es machen will, muss man es auch richtig machen. Und das heißt, da muss man wieder Geld in die Hand nehmen. Wir brauchen dann mehr Pädagogen in den Schulen, weil sonst funktioniert das nicht. Wir haben doch dann noch mehr unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Lernen. Das ist doch klar, es gibt die ganz Guten, es gibt den großen Mittelstrom, sage ich mal, und dann gibt es die Benachteiligten, die sonst in der Förderschule möglicherweise gewesen wären. Und das schafft doch ein Lehrer nicht. Ja, aber finden Sie nicht, dass sozusagen das Bildungsministerium da mit mehr Geld auch schon ganz gut unterwegs ist? Das heißt, es gibt 50 Millionen, von denen ja auch mehr für die Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, für die Schulen, von denen ja auch ein Teil in diese Inklusionsproblematik reingeflossen sind. Noch nicht genug natürlich, das kann man immer sagen. Nein. Ja. Ich sehe halt die Gefahr, dass wir dort auch wieder die Guten abhängen. Müssen wir das richtig gut machen. Und das reicht meiner Meinung nach nicht aus, was passiert. Ich sage mal, dass wir Kopfnoten wieder haben, das finde ich eine gute Erfindung. Wir sind auch dafür, dass Kinder durchaus früh lernen, mit einem gewissen Leistungsdruck umzugehen. Und das kann man auch, glaube ich. Ich meine, wir haben die Polytechnische Oberschule in der DDR-Zeit durchlaufen. Da wurde durchaus auch ein bisschen Druck aufgebaut. Wir sollen es nicht machen wie im Fernen Osten. Wie man hört, da wird richtig gedrillt. Das würde ich auch nicht gut finden. Aber so eine gewisse Vorbereitung auf die Gesellschaft, in die man dann später hineinstartet, ist natürlich sinnvoll. Wichtiges Thema hier in Mecklenburg-Vorpommern ist die Energiewende. Die Energiewende, die hier darauf hinausläuft, natürlich viele erneuerbare Energien, Möglichkeiten zu schaffen, Windenergie, letztendlich Sonnenenergie, aber auch andere Formen wie Biogas und so weiter und so fort. Wie stellt sich der AfD da auf? Gibt es da Konzepte? Da sind wir in der Diskussion, weil es da auch sehr verschiedene Meinungen gibt. Wir erarbeiten ja jetzt gerade das Landeswahlprogramm, sind in den Landesfachausschüssen sehr aktiv. Und da sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass dieses ganze erneuerbare Energiengesetz für die Katz ist oder für den Hund oder für wen auch immer, jedenfalls nicht gut für den Stromkunden. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum Frau Merkel von ihrer bisherigen Linie damals nach Fukushima abgewichen ist. Denn die Gefährdungslage unsere Kraftwerke hatte sich ja überhaupt nicht geändert. Ja, aber als Politiker müssen sich das so beantworten können. Atompolitik. Populismus, ja. Nee. Klar, das ist reiner Populismus. Ja. Ja, aber mehr ist es nicht. Aber Atompolitik wäre nicht mehr wählbar gewesen. Ja, eben. Deswegen ist es ja Populismus. Denn Frau Merkel hatte aber ja vorher einen Plan. Durchaus auch eine kluge Überlegung vor dem Hintergrund von Fukushima, dass es in Deutschland natürlich wirklich ein Umdenken geben muss vor diesem Hintergrund. Das möchte ich bestreiten. Denn es gab ja einen Ausstiegsplan, der nur aber sinnvollerweise sich über Jahrzehnte erstrecken sollte. Und wie gesagt, die Gefährdungslage der deutschen Kraftwerke hatte sich nicht geändert. Wir haben keine Tsunamis bei uns und wir haben die sichersten Kraftwerke. Das heißt, man hätte beim ursprünglichen Plan ja eigentlich bleiben können. So, und jetzt haben wir eine vermurkste oder vermerkelte Energiewende, wenn man so will. Da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen, wie das läuft. Man muss ja heute schon
als Stromkunde zu Gott beten, dass es im Sommer nicht zu viel Sonne gibt. Weil wenn es zu viel Sonne gibt, dann gibt es zu viel erzeugte Energie. Oder zu viel Wind geht natürlich genauso. Das heißt, die Strompreise sinken dann an der Strombörse. Aber da die Einspeisevergütung ja fest ist für die Betreiber, heißt das, die Differenz wird größer und die muss der Stromkunde bezahlen. Also das heißt, viel Wind, viel Sonne, teurer Strompreis. Das ist völlig idiotisch. Ja, in dem Thema ist mächtig viel Bewegung und Nachholbedarf. Und auch da wollen Sie sich, wie ich das höre, natürlich mit als Vordenkerpartei mit etablieren. Irgendwie. Das ist ein spannendes Thema. Was würden Sie anders machen in der Energiewende? Würden Sie sagen, weniger Windenergie, weniger Sonnenenergie, weniger Offshore, weniger Onshore? Ja, ich hätte natürlich gern weniger davon, weil die Landschaft schon sehr verschandelt ist. Es gibt ja Gegenden bei uns, ich sage Stichwort Altentreptow, wenn man da langfährt, die A20, das ist schon krass. Oder wenn man im Dunkeln so die Autobahn langfährt und überall diese roten Lichter blinken. Man muss überlegen, ob das in dieser Masse oder, und es soll ja noch dichter an die Dörfer auch herangerückt werden, muss man überlegen, ob das überhaupt noch nachbarschaftlich möglich ist, ob man das Bürgern zumuten kann. Und das hat eben damit zu tun, dass man diese Energiewende nicht vernünftig umsetzt. Ich habe ja nichts dagegen, dass man langfristig wirklich versucht, andere Energieträger zu finden. Ja, das wäre schon wieder ein Thema, wie gesagt, für eine nächste Diskussionsrunde, weil wir am Ende unserer Runde sind. Aber ich wollte Ihnen nochmal die Gretchenfrage stellen, die Sie ja oftmals von den Medien auch gestellt bekommen, Ihr Verhältnis ja zu NPD hier in Mecklenburg-Vorpommern. Warum gibt es da noch keine klare Aussage, keine klare Abgrenzung? Da gibt es klare Aussagen noch und nöcher, aber das wird ja nicht akzeptiert. Ja, sagen Sie doch mal. Ja, gerne. Ich habe ja beispielsweise im Dezember einen offenen Brief an Herrn Sellering geschrieben, der uns auch mit einem braunen Süppchen titulierte. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Schauen Sie sich unsere Leitlinien an, sind ja im Internet für alle abrufbar. Wir stehen mit beiden Beinen sicher und fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Wir sind eine demokratische Partei, wir sind sogar eine direktdemokratische Partei. Wir wollen, dass die Bürger sich einbringen in die Politik. Und deswegen haben wir mit totalitären Ansichten wie denen von der NPD ja nun überhaupt nichts zu tun. Also ganz klar, Sie würden auch parlamentarische Zusammenarbeit mit der NPD ablehnen. Absolut. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Anträgen zustimmen, die gut sind für die Bevölkerung, weil wir eben keine ideologische Politik betreiben wollen. Da gab es ja den großen Aufschrei, weil unsere Kreistagsabgeordneten in Vorpommern-Greifswald einem Antrag der NPD zugestimmt haben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir die NPD ideologisch unterstützen, gar nicht. Sondern es war ein vernünftiger Antrag und den haben wir unterstützt, wie wir jeden anderen Antrag auch von der Linken oder von wem auch immer unterstützen würden. Deswegen grenzen wir uns natürlich trotzdem von der Ideologie der NPD ab. Gefahr, dass man sozusagen, wenn man überhaupt auf der Basis auch mit der NPD zusammenarbeitet, nein, wir arbeiten ja nicht mit ihnen zusammen. Tür und Tor öffnet, auch bei Anträgen? Das muss man ja stark trennen. Wir arbeiten nicht mit ihnen zusammen. Wir stimmen nur guten Anträgen zu, egal von wem sie kommen. Das ist das eine. Ansonsten grenzen wir uns natürlich total ab. Wir haben uns zum Beispiel auch nicht hier bei MV GIDA engagiert, weil wir gesehen haben, dass das überwiegend von Rechtsextremen dominiert wird. Da wollten wir natürlich nicht dabei sein. Also wir grenzen uns ganz klar nach rechts ab, wir grenzen uns ganz klar nach links ab, wir grenzen uns ganz klar nach jedem Extremismus ab. Ja, Ihre Prognose für die Wahlen hier in Mecklenburg-Vorpommern 2016? Also ich hoffe und bin auch guter Dinge, dass wir zweistellig werden. Zweistellig, heißt das auch, dass es immer noch zwei Sprecher gibt hier in der Partei oder wird es da auch sozusagen ein bisschen mehr Zentralismus geben? Naja, also zu viel Zentralismus finde ich nicht so gut. Also Basisdemokratie ist schön und das werden wir von Fall zu Fall entscheiden. Bisher ist es so, dass wir zu zweit ganz gut zurechtkommen. Also der Matthias Mantai und ich, wir sind ein sehr gutes Team und ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch gerne noch ein bisschen länger machen. Irgendwann wird vielleicht der Parteitag entscheiden, das ist ja jedes Mal so, okay, wir brauchen jetzt nur noch einen, aber ich bin mit der Zwei-Lösung sehr zufrieden. Herr Holm, an dieser Stelle vielen Dank für das Interview und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche hier auf MV1.